mein Name ist Vincenzo Forcillo. Ich bin hier an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen für den Studiengang Maschinenbau und bin Professor für Fertigungs- und Produktionstechnik. Ja, im Studiengang Maschinenbau geht es letztendlich darum, Produkte zu entwickeln, Produkte zu konzipieren, diese Produkte dann auch herstellen zu können, mit den entsprechenden Fertigungsverfahren in Betrieb nehmen zu können und später benutzen bzw. warten zu können. Das heißt, im Studiengang Maschinenbau ist man im Prinzip im weiteren Sinne im technischen Bereich später auch tätig. Das heißt, im Studium hier erlernen Sie im Prinzip die Grundlagen, eben wie schon erwähnt, aus der Produktion, der Konstruktion, Produktion und letztendlich auch der Fertigung, der Produktionstechnik. Heutzutage hat die Fertigungstechnik relativ viel auch schon mit Industrie 4.0, künstlicher Intelligenz zu tun. Das sind im Prinzip die Fertigkeiten, die Sie hier erwerben. Das heißt, im Grundstudium, in den ersten drei Semestern, erlernen Sie natürlich die Theorien, mathematisch, physikalische Grundlagen und so weiter. Und im späteren Studienverlauf werden dann im Prinzip die Vertiefungsrichtungen gewählt und Ihre Vertiefungsprofil sozusagen aufgebaut, sodass Sie später in verschiedenen technischen Bereichen tätig sein können. Ja, das Besondere am Studiengang Maschinenbau ist letztendlich, dass wir hier nicht nur das theoretische Wissen Ihnen beibringen, sondern natürlich auch viel Praxisinhalte haben. Das heißt, wir haben viele Labore, wir haben anwendungsnahe Fallbeispiele, Praxisbeispiele, über die wir hier mit Ihnen sprechen und diskutieren. Letztendlich das Besondere weiterhin an dem Studiengang ist, dass wir hier vier Vertiefungsrichtungen haben. Das heißt, wir haben einmal die Vertiefungsrichtung Konstruktion und Leichtbau. Hier geht es im Prinzip darum, ja, Produkte zu entwickeln, Produkt anwendungsgerecht zu entwickeln und natürlich, wie der Name dann schon sagt, auch in diesem Sinne die Prinzipien des Leichtbaus zu erlernen und in die Produkte zu integrieren. Die zweite Vertiefungsrichtung, das ist die digitale Produktionstechnik. Wie der Name hier sagt, steht hier die Fertigungs- bzw. die Produktionstechnik im Mittelpunkt. Einmal physisch, auf der anderen Seite natürlich auch letztendlich das Ganze heutzutage virtuell, visuell bzw. simulativ im Sinne von Industrie 4.0 abzubilden. Die dritte Vertiefungsrichtung, das ist Mechatronik und autonome Systeme. Wie der Name hier schon sagt, da sind wir so in der Mischung zwischen Mechanik und Elektrotechnik, Mechatronik. Das heißt, autonome Systeme, hier heute ein Schwerpunkt. Sie kennen es von selbstfahrenden, intelligenten Fahrzeugen. Hier haben wir in der Hochschule verschiedene Projekte, wo es viele Anknüpfungspunkte gibt in diesem Bereich. Genau. Vierte Vertiefungsrichtung, das ist dann im Prinzip der allgemeine Maschinenbau. Hier haben Sie die volle Flexibilität, was dann im späteren Studienverlauf die Wahlrichtungen angeht. Im Prinzip hier Wahlfächer aus den drei bereits genannten Wahlbereichen. Zusätzlich zu den bereits genannten Vertiefungsrichtungen gibt es ebenfalls noch an der Hochschule den Studiengang Werkstoff- und Prozesstechnik. Hier geht es letztendlich tatsächlich um die werkstoffwissenschaftliche Betrachtung der bereits geschilderten Inhalte. Das ist im Prinzip ein separater Studiengang, den Sie sich hier auch separat anschauen können. Ja, bezüglich der Zulassungsvoraussetzungen bzw. der Grundkenntnisse, die Sie mitbringen müssen zum Studiengang Maschinenbau, ist es so, dass Sie sich aufgrund der Mathe und Physik, die hier im Studiengang mit drin steckt, nicht abschrecken lassen dürfen. Wir fangen hier im Prinzip mit den Grundlagen relativ weit vorne, weit unten an. Die Inhalte werden dann aufgebaut und gesteigert, sodass im Prinzip hier Sie gut aufgehoben sind und von Anfang an im Prinzip das Wissen aufgebaut und vertieft wird. Natürlich sollten Sie einen gewissen Hang zur Technik und zum lösungsorientierten Denken mitbringen, einen gewissen Technikaffinität, sage ich einfach mal. Das ist schon Grundvoraussetzung, die man haben sollte. Ja, die Betreuung hier in Albstadt im Studiengang Maschinenbau, das ist eigentlich ein ganz charakteristisches Merkmal, das wir hier haben. Wir haben hier Kursgrößen von durchschnittlich etwa 30 bis 40 Studierenden. Das heißt, wir sind hier relativ kleine Gruppen, die wir hier haben. Das ist eher so eine Art Klassenverbund. Dementsprechend eng ist der Kontakt A zwischen den Studierenden untereinander, B auch der Kontakt zu den Professoren, zu den Lehrenden von den Studierenden.
Dementsprechend gut ist die Betreuung, würde ich an der Stelle sagen. Ein weiterer Vorteil von dieser eher kleinen Kursgröße, die wir hier haben, ist letztendlich, dass hier auch bei den Professoren auf ein bestehendes Netzwerk mit der Industrie, das vorherrscht, zurückgegriffen werden kann. Und da können die Professoren dann auch, wenn es darum geht, ein Praktikum auszusuchen, vielleicht auch den späteren Arbeitgeber zu finden, hier durchaus behilflich sein und dementsprechend die Studierenden auch durch das Netzwerk, das einfach hier lokal, sagen wir mal, einmal in der Großraum Stuttgart bis hin zum Bodenseeraum herrscht, die Studierenden dann dementsprechend auch zu versorgen und unterzubringen. Wenn es dann weitergeht zum Thema Abschlussarbeiten, Betreuung von Bachelorarbeiten, Projektarbeiten, die Sie während dem Studium anfertigen, auch da zahlt sich dann natürlich diese, sagen wir mal, geringe Studierendenanzahl von etwa 30 bis 40 Studierenden pro Semester aus. Das heißt, die Professoren sind hier relativ gut erreichbar und es ist einfach ein enger Kontakt zu den Studierenden. Ja, das Thema Auslandssemester ist natürlich durchaus möglich. Sie haben hier im Prinzip zwei Möglichkeiten. Sie können einmal ein Auslandssemester an einer Hochschule, an einer Netzwerk- oder Partnerhochschule absolvieren. Sie können aber auch Ihr Praxissemester im Ausland absolvieren. Das heißt, Sie sind im Prinzip ein halbes Jahr bei einer Firma tätig und auch hier, wie gerade schon erwähnt, im Prinzip das Netzwerk, das hier an der Hochschule herrscht, einmal hochschulseitig mit anderen Hochschulen, beispielsweise in Australien, USA, da haben wir relativ gute Kontakte an die Hochschulen, um da ein Studiensemester zu verbringen. Und was das Praxissemester angeht, natürlich die Firmenkontakte, die ihre Außenstellen haben in Australien, USA, aber auch im asiatischen Bereich, ist natürlich möglich. Das Auslandssemester an sich würde ich im Prinzip auch jedem oder jeder von Ihnen nahelegen. Das ist einfach eine tolle Erfahrung, die man während dem Studium sammeln kann. Bezüglich der späteren Berufswahl sind Sie hier im Maschinenbau als Absolvent relativ breit aufgestellt. Sie erwerben im Grundstudium die Grundlagen in Ihren Vertiefungsrichtungen, dann dementsprechend schon richtige Fachkenntnisse entsprechend Ihrer Vertiefungsrichtung eben. Das heißt, Sie sind dann später einsetzbar, einmal in Möglichkeit Konstruktion, Produktion, Fertigungsplanung, Montageplanung, Fertigungsorganisation sind dann hier die Stichworte oder aber natürlich auch in der Betreuung von Produkten bis hin zum technischen Einkauf bzw. technischer Vertrieb. Prüfwesen ist auch noch im Prinzip eine Branche, die man hier nennen kann, Stichwort TÜV, DEKRA und so weiter. Die späteren Arbeitgeber, das können dann natürlich Firmen sein, Automobilhersteller selbst, die ganze Zulieferindustrie, wo letztendlich dann ja natürlich auch wieder die Maschinenhersteller und der Maschinenbau selbst drinsteckt. Da können Sie natürlich hier mit diesem Studium hier gut landen. Dementsprechend ist es hier in Baden-Württemberg natürlich auch so gegeben, dass hier eine große Dichte an Automobilherstellern und die ganze Zulieferindustrie hier natürlich verankert ist letztendlich. Und zusätzlich können Sie ein Masterstudium natürlich auch noch hier absolvieren und die Kenntnisse vertiefen.